Erfolg hat. Synonym für den bayerischen Hof finden. Mir ist gesagt worden, dass Sie das Studium gerade erst 2 Tage abgeschlossen hatten. Da standen Sie als junge Frau vor der äußerst schwierigen Aufgabe, die Führung des Hotels Bayerischer Hof in München vollverantwortlich zu übernehmen. Wer nichts verändert, wagt viel zu verlieren, haben Sie mal selbst formuliert. Sie verwirklichen die Modernisierung, Sie gaben dem Hotel einen neuen Charakter, ohne die Historie und die Tradition zu verdrängen. Das Wohlbefinden Ihrer Gäste und Besucher liegt Ihnen sehr am Herzen. Und nicht zuletzt deshalb beherbergen Sie die Münchner Sicherheitskonferenz. Diese bedeutende Konferenz hochrangiger Spitzenpolitiker, Diplomaten und Militärs, Journalisten und Wirtschaftsvertreter meistern Sie jedes Jahr aufs Neue mit Bravour. Trotz der weitreichenden sicherheitsrelevanten Einschränkungen in und um Ihr Haus und der damit eigenwirtschaftlichen Nachteile geben Sie der Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes den Raum für weitragende Diskussionen. Dass die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz sich bei Ihnen so wohlfühlen, ist, denke ich, mit ein Grund dafür, dass alle gelegentlichen Gedankenspiele andernorts in Deutschland, man könnte auch über einen anderen Veranstaltungsort nachdenken, letztendlich immer wieder in der Schublade verschwanden. Nur am Rande will ich erwähnen, ich habe das ein paar Journalisten draußen immer oder immer wieder gesagt, die dann sagen, warum muss man denn da in die Landschaft gehen und so weiter. Ich kann mich noch gut erinnern, wie vor einigen Jahren es kluge Leute hier in München gab, die sagten, warum muss denn Straßensperrungen und dergleichen so etwas wie die Sicherheitskonferenz unbedingt in der Innenstadt von München stattfinden. Könnte doch auch im Bayerischen Wald stattfinden, dann hätten wir in München nicht so viel Durcheinander und dergleichen mehr. Seit dem Erlebnis in Elmau sagt es jetzt eigentlich keiner mehr. Ich habe damals schon gesagt, und das gehört zu unserem Selbstverständnis und das gilt jetzt für den Bayerischen Hof genauso wie für Elmau. Sicherheit in unserem Land bedeutet, dass jede Veranstaltung dort stattfinden kann und geschützt wird, wo sie der Veranstalter durchführen möchte. Es wäre schon ein schlechtes Zeichen, wenn wir irgendwo in Bayern sagen müssten, nee, da bitte nicht, da passt es nicht hin oder da ist es zu gefährlich oder dergleichen mehr. Nein, selbstverständlich. Ich kann nur sagen, und dafür bin ich in den letzten Jahren nachdrücklich eingetreten, wir freuen uns, dass die Sicherheitskonferenz hier in München zu Hause ist. Wir freuen uns, dass sie im Bayerischen Hof so gut zu Hause ist. Und wir wollen alles dafür tun. Ich habe das nicht zu entscheiden, lieber Ingenieur, aber wir wollen alles dafür tun, dass das auch so bleibt. Liebe Frau Volkert, Sie sind mit Leib und Seele Gastgeberin in einem Spitzenhotel und dabei oft in einen 12- bis 14-Stunden Arbeitstag eingebunden. Dennoch finden Sie die Zeit, sich auch beispielsweise für den WWF und besonders auch zum Beispiel, wo wir uns auch immer wieder sehen, als Kuratoriumsmitglied im Lichtblick-Hasenberge, eine Stiftung für Kinder mit erhöhtem Förder- und Fürsorgebedarf, zu engagieren. 1998 wurde die Einrichtung und ihr Konzept zur Gewalt- und Deliktprävention beim Bundesjugendkuratorium in Bonn erstmals einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Im Münchner Stadtteil Hasenberge Nord, das will ich nur bei dieser Gelegenheit mit einfließen lassen, wachsen ja noch immer viele Kinder unter benachteiligten Bedingungen in Sozialwohnungen oder ehemaligen Notunterkünften auf. Ihre Lebensumstände sind von materieller Not, einem schwierigen Zugang zu Bildungsangeboten und mangelnden Chancen auf den Ausbildungsmarkt geprägt. Ohne intensive Förderung haben diese Kinder nur wenige persönliche und berufliche Perspektiven und sind gefährdet, in Sucht, in Kriminalität oder eine lebenslängliche Abhängigkeit von sozialen Hilfen abzurutschen. Wir wissen, das sind manche Kinder in dieser Organisation Lichtblick-Hasenberge aufgenommen, die sozusagen ein Elternhaus schon in dritter Generation in Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe leben. Und es ist die Herausforderung, solche quasi vorgezeichneten Karrieren zu beenden und neue Perspektiven aufzuzeigen. Auch dafür engagieren Sie sich, liebe Frau Volkert. Ihre Konsequenz in den Dingen, die Sie tun, Ihre persönliche Bescheidenheit und Ihr Verantwortungsbewusstsein zeichnen Sie aus. Ich möchte Ihnen für alles,
Das unternehmerische Engagement im Bayerischen Hof, die Gastfreundschaft und auch das vielfältige weitere ehrenamtliche Engagement. Sehr, sehr herzlich danke. Ich freue mich, dass ich auch Ihnen den Stern der Sicherheit überreichen darf. Vielen herzlichen Dank und alles Gute weiter.